Okay, danke schön. Ja, herzlich willkommen zur Unternehmenspräsentation von Capgemini. Mein Name ist Katharina Ollinger und ich möchte in der nächsten halben Stunde berichten zum Thema Einsteigen und Aufsteigen bei Capgemini. Mein Vortrag wird sich in drei Teile aufgliedern. Erst werde ich kurz über Capgemini allgemein berichten, also wer wir sind und was wir machen. Dann möchte ich ein bisschen über meinen Werdegang bei Capgemini berichten, also in welchen Projekten und welche Tätigkeiten habe ich bisher bei Capgemini gemacht. Und dann noch so ein paar allgemeine Informationen zum Einsteigen und Aufsteigen bei Capgemini. Ja, genau, Capgemini, was oder wer sind wir? Capgemini ist ein Dienstleister und bietet ja so grob hat so drei Schwerpunkte. Der eine ist, dass wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Prozess- und Softwarelösungen entwickeln. Und das zweite Thema ist der Betrieb von IT-Lösungen und Infrastrukturen, also Server, Hosting, alles was dazugehört. Und das dritte Thema ist Strategie- und Transformationsberatung. Wir sind einer der Top 5 Player in der IT- und Beratungsdienstleistung. Und die größte mit europäischem Ursprung. Wo sind wir überall vertreten? Wir sind in über 40 Ländern engagiert mit inzwischen über 120.000 Mitarbeitern. Ein Schwerpunkt ist schon Europa, wo wir sehr viele Mitarbeiter haben, aber inzwischen auch in den USA und sehr viele Mitarbeiter inzwischen auch in Indien. Wir haben 2011 einen Umsatz weltweit von 9,7 Milliarden Euro gemacht und sind immer weiter am Wachsen. Ja, hier sieht man nochmal diese drei Schwerpunkte, von denen ich eben gesprochen habe, plus einen weiteren, wie der sich aufteilt in unsere Einheiten. Also wir sind in vier Einheiten aufgeteilt, die Capgemini-Gruppe. Die erste Einheit also ganz links ist das Consulting Services, da geht es halt wirklich mehr um diese Strategie- und Transformationsberatung. Dann Technology Services, von der Einheit komme ich. Da arbeiten wir halt hauptsächlich daran, die Softwarelösungen maßgeschneidert für den Kunden zu entwickeln, auch Integration zu machen von Standardsoftwarelösungen. Und da spezialisiert sind wir eigentlich auf geschäftskritische Prozesse des Kunden. Das heißt also alles, was für den Kunden sehr wichtig ist, wo ihm eine hohe Qualität an Software wichtig ist, da beauftragt uns der Kunde. Der dritte Bereich ist das Outsourcing Services. Da hatte ich schon eben gesagt, da geht es darum, den ganzen Betrieb von Software oder von der Hardware halt auszulagern. Und den vierten Bereich, den ich eben noch nicht erwähnt hatte, das ist Society. Das ist ein Bereich, der sich sehr aufs Thema Testen spezialisiert hat. Das heißt, die sind da sehr professionell unterwegs, den Kunden zu unterstützen bei Abnahmetests, aber auch in allen anderen Bereichen vom Testen. Ja, welche Firmen sind unsere Kunden? Wir arbeiten für sehr viele namhafte Kunden ganz unterschiedlicher Branchen, also von Automotive über Financial Services, Public-Bereich, Telekom. Also da haben wir alle, denke ich mal, was Rang und Namen hat in unserem Kundenportfolio und machen da sehr erfolgreich Projekte für diese Kunden. Ja, wo man daran merkt, dass wir sehr mit den geschäftskritischen Systemen zu tun haben, ist, dass man eigentlich jeder schon mal mit unseren Lösungen in Berührung gekommen ist. Also wer sich schon mal im Zug eine Fahrkarte gekauft hat, wer schon mal ein Paket mit Schenker verschickt hat, wer die Mediathek von ZDF schon mal benutzt hat oder BAföG beantragt hat, der ist schon mal mit unseren Lösungen in Berührung gekommen. Genau, das war eigentlich alles, was ich immer erstmal allgemein zu Capgemini berichten möchte. Jetzt ein bisschen spezieller zu meinem Werdegang in dieser Firma. Ja, also ich habe Informatik studiert an der Universität Koblenz
und bin direkt nach dem Studium, also nach dem Diplom, bei Capgemini Ende 2006 eingestiegen als Softwareingenieurin und zwar in der Niederlassung Köln-Bonn. Das ist genau in der Mitte zwischen Köln und Bonn, Standort Troisdorf. Die Niederlassung hat ungefähr 120 Mitarbeiter und ihre Schwerpunkte im Bereich Logistik, Telco und Public. Und ja, die Kundenprojekte, mit denen ich jetzt, in denen ich schon gearbeitet habe, hier schon mal so grob die Logos. Ich werde da aber gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen zu den Kundenprojekten. Was läuft noch neben den Kundenprojekten? Mache ich auch interne Projekte. Das heißt also, neben dem eigentlichen Kundenprojekt unterstütze ich zum Beispiel bei Akquisen oder auch wenn mal zwischen zwei Projekten Puffer ist, dann wird da auch die Möglichkeit entstehen, dass ich bei Akquisen unterstützen kann. Außerdem kümmere ich mich so ein bisschen um das Thema Rekrutierung. Das heißt, ich organisiere auch mal Infoveranstaltungen für Studierende, die dann bei uns an die Niederlassung kommen und sich ein bisschen informieren wollen, ein bisschen reinschnuppern wollen, für auch Bewerbergespräche in dem Zusammenhang. Und was uns auch sehr wichtig ist bei Capgemini ist, dass wir den Kontakt zu den Hochschulen halten. Das heißt, wir haben für jede Universität oder für jede Hochschule einen Ansprechpartner bei uns. Und da bin ich halt von meiner Heimatuni Koblenz die Hochschulpatin. Was außerdem auch immer schön ist, ist, dass man sich nebenher noch ein bisschen in einem Thema ein bisschen vertiefen kann. Zum Beispiel habe ich das jetzt im Thema Requirements Engineering letztes Jahr gemacht und habe da dann auch eine Zertifizierung gemacht. Das macht dann auch immer ganz Spaß, wenn man einfach mal so ein Thema noch vielleicht ein bisschen vertiefen kann. Gut, ich möchte noch gerne ein bisschen konkreter werden. Also was habe ich irgendwie in meinen Projekten gemacht? Mein erstes Projekt, Einstieg sozusagen nach der Uni, war das Projekt Tango für die Schenker AG in Düsseldorf. Schenker, denke ich, kennt jeder, großes Logistikunternehmen. Und da bin ich eingestiegen in einem Großprojekt, das immer so zwischen 50 und 70 Mitarbeitern pendelte. Und dieses Großprojekt war wieder eingeteilt in vier Teilteams. Drei fachliche Teams davon, also die dann wirklich die Anwendungslogik entwickelt haben und ein Tech-Based-Team, so haben wir das genannt, das die technische Basis, also das technische Framework dazu entwickelt hat. Und ich war in diesem Tech-Based-Team als Entwicklerin. Meine Aufgaben waren diese Weiterentwicklung des technischen Frameworks, das ist das Quasar-Framework, das wir bei Capgemini eigens entwickelt haben. Dann ist das halt in so einem Großprojekt auch immer so, dass die Softwareentwicklungsumgebung und die Tools immer mal Probleme machen. Da habe ich halt die Entwickler ein bisschen supportet und auch viel Konfiguration und Pflege der Tools gemacht. Meine Hauptaufgabe war aber eigentlich, mich um das Build und Deploy zu kümmern. Da habe ich mit einem Kollegen zusammen erstmal die Build-Umgebung mit Maven eingerichtet, Application-Server aufgesetzt und während der Entwicklung dann halt täglich einen Stand gebaut und die Software installiert und dann letztendlich nach einem halben Jahr ungefähr auch regelmäßig ausgeliefert. Ja, was war da die große Herausforderung? Es war mein erstes Projekt und bei diesem Build und Deploy hat man schon eigentlich direkt eine relativ große Verantwortung. Lastete nicht nur auf mir alleine, aber trotzdem, man hatte auch dadurch irgendwie sehr viel mit allen zu tun. Also ich habe wirklich mit dem ganzen Team zusammengearbeitet, hatte auch mit den Gesamtprojektleitern zu tun und letztendlich ist immer wichtig, was zum Schluss rausgeht an den Kunden und das lag dann auch so ein bisschen in meinen Händen. Hat aber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Gerade so nach der Uni ist es einfach was total Neues, weil man irgendwie Build und Deploy von so großen Systemen macht man einfach nicht an der Uni. Also das war schon eine ganz neue Welt. Genau, also in diesem Projekt hatte ich eher so eine rein technische Sicht auf das Produkt, das wir da oder auf das auf die Anwendung, die wir da entwickelt haben. Ich kannte mich jetzt fachlich überhaupt nicht aus. Das hat sich geändert oder diese Sichtweise hat sich geändert in meinem zweiten Projekt. Das war ein Projekt für die Deutsche Post und auch wieder ein Großprojekt, teilweise bis zu 100 Mitarbeitern. Und da hatten wir einen sehr starken Fokus auf Qualitätssicherung
Und deswegen auch ein eigenes Testteam, das halt wirklich nur sich darum gekümmert hat, die Software zu testen. Und ja, meine Aufgaben waren deswegen, dass ich Testideen entwickelt habe, Testfälle, Testdaten erstellt und dann auch wirklich die Testfälle durchgeführt habe, wenn dann Fehler aufkamen, die halt eingestellt als Defekt und dann auch wieder nach der Behebung nachgetestet. Ja, das war jetzt irgendwie wieder so ein totaler Wechsel irgendwie von dem, was ich jetzt von meinen Aufgaben. Da war eher so die Herausforderung, das Projekt lief schon eine Zeit lang, hatte eine sehr umfangreiche Spezifikation, viele Regelwerke, ja, ganz tausend Excel-Sheets, wo ja, Informationen zu finden waren. Und als Tester muss man sich natürlich fachlich auskennen und da musste ich mich halt auch erstmal ein bisschen reinfinden und zurechtfinden. Das war da so die große Herausforderung. Das Projekt, in dem war ich so ein halbes Jahr und bin dann in meinem drittes Projekt für die AOK Systems gekommen. Die AOK Systems ist das Softwarehaus der AOK und ist ein Partner von Capgemini. Das heißt, ja, oder beziehungsweise wir sind Partner von der AOK Systems und entwickeln halt mit ihnen zusammen datenbankbasierte Client-Server-Anwendungen, unter anderem auch, wir machen auch andere Sachen für die AOK Systems. Und ja, das sind alles kleine Projekte und eigentlich sehr schön, um vieles kennenzulernen. Also eigentlich den kompletten Software-Lebenszyklus, den man ja, so eigentlich durchläuft bei einer Softwareentwicklung. Ich war da halt Entwicklerin und auch in der Rolle der Qualitätsbeauftragten und habe halt von den Aufgaben her wirklich eigentlich alles gemacht. Also wir haben immer Change Requests reinbekommen, die mussten dann erstmal analysiert werden, dazu die Spezifikation, also in Form eines CR-Dokuments geschrieben werden, habe das dann konstruiert, realisiert und auch getestet. Und wenn das dann an die AOK ausgeliefert wurde, dann habe ich dann auch wieder die Qualitätssicherung durch die AOK begleitet, also wenn da Fragen waren und den Test einfach ein bisschen gesteuert. Was ich des Weiteren noch gemacht habe, ist Support für die AOK. Also wenn die dann Probleme mit unserer Anwendung hatten, dann haben die auch bei uns direkt angerufen. Und in meiner Rolle als Qualitätsbeauftragte war ich halt dafür zuständig, dass unsere Software ja, qualitativ hochwertig ist. Das heißt, ich habe geguckt, dass da viele qualitätssichernde Maßnahmen durchgesetzt werden, das heißt Reviews gemacht werden, gewisse Codierrichtlinien eingehalten werden, eine Architektur eingehalten wird. Und ja, Risikomanagement gehört auch dazu, also immer zu gucken, was für Risiken haben wir derzeit, was können wir für Maßnahmen ergreifen. Die Herausforderungen in diesem Projekt waren für mich eigentlich, dass dadurch, dass es jetzt so ein kleines Projekt war, hatte ich relativ schnell so einen Kundenkontakt. Das heißt, bei so Großprojekten ist das immer so, beschränkt sich eher auf einzelne Leute, die dann halt mit dem Kunden sprechen. Das war hier anders, man hatte direkt den Kontakt und das war auch sehr schön. Macht dann auch Spaß, wenn man das mal ja, so direkt mit sich austauscht. Und ja, was halt auch eine Herausforderung war als Qualitätsbeauftragte, muss man sich manchmal auch schon ziemlich durchsetzen, dass halt wirklich auch die qualitätssichernden Maßnahmen durchgeführt werden, weil das für uns ist das ganz selbstverständlich, aber man muss sich trotzdem da auch ein bisschen halt durchsetzen. So, mein letztes beziehungsweise derzeitiges Projekt ist für das Bundesverwaltungsamt, das auch da hinten vertreten ist. Ich habe eben schon mal kurz vorbeigeschaut und angekündigt, dass ich hier was erzählen werde zum Bundesverwaltungsamt. Also das Bundesverwaltungsamt ist ein Kunde von uns und ist ein zentraler IT-Dienstleister des Bundes, macht unter anderem Verfahrensentwicklung und wir entwickeln für das Bundesverwaltungsamt eine Client-Server-Anwendung mit Java-Technologien. Und da bin ich in der Rolle der fachlichen Chefdesignerin unterwegs, seit knapp zweieinhalb Jahren und habe das Projekt eigentlich so relativ von Anfang an begleitet. Das heißt, als ich ins Projekt reinkam, gab es so ein paar grobe fachliche Anforderungen, eine ganz grobe fachliche Architektur. Und dann habe ich
das halt mit dem Kunden konkretisiert und detailliert. Also jede Woche gab es dann einen fachlichen Workshop und wir haben zusammen die Anforderungen konkretisiert und aufgeschrieben. Was dabei rauskam, war eine 600 Seiten dicke Spezifikation, die vom Kunden auch ganz liebevoll das Telefonbuch genannt wird. Und das war so die erste Phase, die ich dann begleitet habe. Die zweite typische Phase einer Softwareentwicklung, die Konstruktion, wo wir die fachliche Architektur in eine technische Architektur überführt haben. Und in der Phase haben wir uns auch schon vorbereitet auf die Testphase, haben da Testfälle spezifiziert. Und was sich dann direkt angeschlossen hat, war dann die eigentliche Realisierung, also die Programmierung der Software. Da hatte dann jeder Entwickler, wir waren so ein Team von 10 Leuten, jeder Entwickler hatte dann eine oder mehrere Komponenten bzw. Dialoge, die er entwickelt. Und ich habe halt als fachliche Chefdesignerin das Ganze so fachlich begleitet, also dem Entwicklern irgendwie klar gemacht, was jetzt wichtig ist und auch ein paar Hintergrundinformationen gegeben. Also die Basis war natürlich die Spezifikation, aber kann schon immer mal vorkommen, dass da noch Fragen aufkommen und die habe ich dann dem Kunden geklärt und das dann nochmal zurückfließen lassen. Ja, dann ging es weiter mit dem eigentlichen Test. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige und lange Phase immer in den Softwareentwicklungsprojekten. Ein halbes Jahr ging das bei uns, wo wir wirklich nur Testfälle automatisiert haben und die dann wirklich jede Nacht laufen, um zu sehen, ob die Software jetzt genau das tut, was wir uns wünschen. Da sind nachher ca. 800 Testfälle bei rausgekommen. Und ich habe halt auch ein paar manuelle Expertentests dann gemacht, um die Software noch mehr auf Herz und Nieren zu prüfen. Letztes Jahr im Sommer haben wir das Ganze ausgeliefert. Und wie das oft so ist in den Softwareprojekten, es geht dann meistens direkt wieder von vorne los. Das heißt, wir haben schon praktisch verschränkt mit dem ersten Release angefangen, das zweite Release zu spezifizieren und sind dann auch direkt wieder in die Entwicklung übergegangen und haben das zweite Release Ende letzten Jahres ausgeliefert. Ja, was waren hier die Herausforderungen sind die Herausforderungen bei dem jetzigen Projekt? Wir haben da eine sehr komplexe Fachlichkeit und ein System entwickelt, das ungefähr mit 10 angebundenen Nachbarsystemen spricht, was erstens mal schon für die Entwicklung eine gewisse Herausforderung ist, aber auch für den Test, weil man wirklich alle Nachbarsysteme entweder braucht oder zumindest ein Stub davon braucht, damit man sie testen kann. Und das hat natürlich viele Abhängigkeiten, weil die Nachbarsysteme eventuell auch noch weiterentwickelt werden. Also das ist schon hochkomplex. Genau, und dann war es halt noch eine Herausforderung, dass wir diese Verschränkung hatten. Also dass wir praktisch das erste Release hatte der Kunde in der Abnahme und wir haben gleichzeitig das zweite Release entwickelt. Und da musste man natürlich auch gucken, dass man das irgendwie balanciert bekommt und dann auch mit zwei Branches arbeiten. Also das war dann auch nicht immer so ohne. Genau, das ist auch noch mein derzeitiges Projekt. Wir haben jetzt die erste Inbetriebnahme der Software gerade hinter uns von Release 1. War auch sehr erfolgreich und macht mich auch immer ganz stolz, wenn ich das dann erzählen darf, weil ich das Projekt wirklich so von Anfang an bis jetzt zur Inbetriebnahme begleitet habe. So, das so viel zu meiner Person und zu meinen Projekten. Jetzt möchte ich noch kurz ein bisschen was erzählen zum allgemeinen Einsteigen und Aufsteigen bei Capgemini. Ja, ich denke, es ist klar geworden durch die Folien vorher, was wir halt anbieten, ist, dass Sie bei uns innovative Projekte machen können mit allen möglichen Kunden und auch mal wechseln können. Also es ist sehr abwechslungsreich. Wir bieten an, dass man mit modernsten Technologien arbeitet in diesen Projekten. Das ist uns sehr wichtig. Wenn es passt, ist es auch möglich, sehr schnell Verantwortung zu übernehmen. Wir haben eine sehr gute Unternehmenskultur. Man lernt sehr viel von erfahrenen Kollegen. Also es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich gerade am Anfang in den Projekten mit Kollegen dann zusammengearbeitet habe, die schon sehr erfahren waren und ich einfach sehr super viel gelernt habe von denen. Und das geht eigentlich auch immer so weiter und man gibt dann auch wieder sein Wissen weiter. Das finde ich eine sehr, sehr gute Kultur.
ja, man hat auch die Chance, international zu arbeiten. Ja, Capgemini ist ein weltweites Unternehmen. Also ich bin jetzt zwar hier für den Deutschland oder für den Standort Deutschland, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, sich in andere Länder mal zu bewerben, um ein anderes Projekt zu machen. Was bei uns auch sehr gepflegt wird, ist, dass wir uns so fachlich austauschen über Wissensportale oder Communities. Auch ein wichtiger Punkt ist uns Work-Life-Balance. Das heißt, wir haben da sehr flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeit ist möglich. Also da wird immer sehr individuell auf die Kollegen eingegangen. Jeder Kollege hat einen Personalvorgesetzten, mit dem er sich regelmäßig trifft und auch die ganze Karriereplanung bespricht und auch regelmäßig Feedback bekommt. Also der mit dem Projektleiter sich austauscht und dann halt so weiß, was so gut lief und was vielleicht nicht so gut lief. Ja, und letztendlich haben wir ein attraktives Vergütungspaket mit verschiedenen Anreizen. Also da, denke ich, bietet sich einiges. Ja, was Sie vielleicht oder was Sie wollen, was dazu passen würde, wäre, dass Sie halt einen Hochschulabschluss haben und einen Einstieg im IT-Umfeld suchen. Auch in internationalen Teams arbeiten würden, also nicht vor Englisch zurückschrecken. Und was uns, denke ich, alle irgendwie ausmacht bei Capgemini ist, dass wir alle gerne irgendwie knifflige Probleme lösen und da unsere analytischen Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen. Und das ist auch genau das, was Sie vielleicht wollen. Und letztendlich, ja, konzipieren wir State-of-the-Art-Lösungen und bieten das genau an. Ja, wenn Ihnen das zusagt und Sie bei uns anfangen würden, ist es so, dass der Einstieg bei Capgemini, je nachdem, ob Sie halt Absolvent sind oder schon Berufserfahrung haben, als Absolvent ist es als Software-Ingenieur oder Software-Ingenieur, das ist jetzt ein bisschen spezieller für den Bereich Softwareentwicklung. Also wir haben auch eine Beratungsschiene. Das hier ist jetzt eher für diese Entwicklungsschiene. Mit der Berufserfahrung würden Sie als Senior Software Engineer einsteigen oder halt als IT- und Prozessberater. Und was halt auch möglich ist, ist als Bachelor-Absolvent einzusteigen. Dann unterstützen wir Sie da auch, dass Sie das Masterstudium noch berufsbegleitend machen können. Wir alle neue Kollegen kommen Sie mal zu so einer Onboarding-Veranstaltung, wo alle neuen Kollegen sich an einem Standort treffen, man sich austauscht, man sehr viel lernt über Capgemini und über unser Arbeiten bei Capgemini. Und jeder neue Kollege bekommt auch so einen Mentor. Das ist einfach ein Kollege, der sich einfach um ihn kümmert und ihm alle Fragen beantwortet, die so am Anfang auftauchen. Und was, denke ich, auch was Besonderes ist, dass bei uns eigentlich jeder Kollege von Anfang an in den Projekten mitarbeitet. Also man taucht jetzt nicht länger in irgendwelchen Schulungen erstmal ab, sondern wir nennen das auch so ein bisschen den Sprung ins warme Wasser, weil man halt schon direkt in Projekten mitarbeitet, aber sehr stark begleitet wird von erfahrenen Kollegen. Also das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, und wenn man halt bei uns arbeitet, ist natürlich uns auch die Aus- und Weiterbildung wichtig. Das heißt also, wir bieten Kollegen entwickeln für andere Kollegen Schools, die sie dann regelmäßig anbieten, aber auch externe Schulungen sind möglich, Soft-Skill-Trainings und was ich eben schon mal gesagt habe, ist dieser informelle Erfahrungsaustausch in Communities. Ja, hatte ich eben schon mal erwähnt, dass wir auch für Bachelor-Absolventen spezielle Einstiegsprogramme anbieten. Da gibt es eigentlich so zwei Möglichkeiten, entweder so ein Direkteinstieg als Junior-Software-Ingenieur in Vollzeit, das heißt also wirklich komplett direkt bei uns zu arbeiten, oder in Teilzeit und den Master halt noch berufsbegleitend zu machen. Da betreuen wir dann in beiden Möglichkeiten gibt es halt eine Betreuung durch einen Mentor und auch ein Schulungsprogramm, das in den ersten 18 bis 24 Monaten dann angeboten wird.
und dann halt fachliche Weiterbildung und Soft-Skill-Schulungen angeboten werden. Genau, und auch für Master- und Diplom-Absolventen können wir ganz viele direkte Einstiegsmöglichkeiten bieten. Ja, wie sehen so die typischen Karrierepfade aus bei uns? Das ist irgendwie mal so ein Bild, das das so ein bisschen darstellt. Also wenn Sie als Bachelor-Absolvent anfangen, dann würden Sie halt als Junior-Software-Engineer bei uns starten oder als Analyst-Consultant, je nachdem, was dann hier Ihr Schwerpunkt sein soll. Und beim Master-Absolventen wäre es halt Software-Engineer oder halt direkt als Consultant. Und dann zumindest in dieser Software-Development- und Integration-Sparte ist es so, dass man sich dann irgendwann weiterentwickelt und befördert wird zum Senior Software Engineer und dann sich irgendwann spezialisiert ein bisschen auf, im Wesentlichen können es vier Bereiche sein, einmal eher Richtung fachliche Architektur und fachliche Beratung oder eher als technische Architektur und Berater oder als Technologieexperte, also wenn Sie irgendeine Technologie besonders gut beherrschen, kann man sich auch darin vertiefen oder halt in Richtung Management. Also dann als Projektleiter oder Projektmanager. Und was ganz gut ist, ist, dass es auch relativ durchlässig ist. Also wenn man merkt, am Anfang möchte man eigentlich eher, findet man fachliche Beratung total interessant und irgendwann merkt, ach, das Management ist doch eher was für mich, dann ist es auch absolut üblich, dass man da auch hin und her wechseln kann. Oder halt auch verschiedene Richtungen macht, aber sich in einem halt ein bisschen spezialisiert. Ja, genau, das war es eigentlich so inhaltlich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir Praktika, Abschlussarbeiten und Werkstudenten-Tätigkeiten ausschreiben. Da findet man Informationen auf unserer Website. Und da ist es auch ganz schön, mal reinzuschnuppern, um die Firma kennenzulernen. Zum Schluss möchte ich noch auf drei Sachen hinweisen. Einmal liegen bei Ihnen ja auch so Flyer zur Expedition. Das ist ein Event, das wir einmal im Jahr, ein großes Event, das wir einmal im Jahr in München machen, wo wir uns vorstellen und ganz verschiedene Aspekte und Bereiche, in denen man bei uns einsteigen kann, ein bisschen vorstellen. Also es ist ganz gut, um sich zu orientieren, wenn man noch gar nicht so genau weiß, was man eigentlich machen möchte oder was einen jetzt da konkret interessiert. Da kann man auf der Webseite von der Expedition sich anmelden und die findet im Juni jetzt in München statt, aber es gibt auch nochmal die Expedition Workshops, die ein bisschen im kleineren Rahmen sind, an verschiedenen Standorten. Da steht auch schon hier in dem Flyer was, beziehungsweise auf der Website. So, dann möchte ich nochmal auf unseren Stand hinweisen, der da drüben ist. Also wenn Sie noch Fragen haben, konkret jetzt an mich oder zu dem Vortrag oder zu Capgemini, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Und als letztes möchte ich nochmal hinweisen auf unsere heutige Aktion für alle Frauen, die irgendwie in MINT-Bereichen unterwegs sind, dass wir Bewerberfotos machen. Das heißt also, auch bei uns am Stand vorbeikommen, wenn Sie Interesse haben und dann können Sie sich dort so einen Gutschein abholen und dann kostenlos Bewerberfotos machen und die werden Ihnen dann zugeschickt. Heute speziell für Frauen, genau. Also Männer werden nicht fotografiert. Also weil heute Weltfrauentag ist, wollten wir das mal speziell für die Frauen anbieten. Okay, alles wunderbar. Okay, also einmal im Jahr dürfen die Frauen im Vordergrund stehen. Schon alle.